Los. Leute, wisst ihr, dass die YouTuber dreckiger sind als meine Socken? Spitzenklassiger Humor. Gefahr auf Tumor. Glaub mir, nur ich gaukel dir was vor. Der Vorgaukler. Leute, abonniert. Ihr wisst ja, wie das funktioniert. Und wenn ihr die nächste Flitzaktion sehen wollt, dann abonniert nochmal, damit ihr wisst, wann ich flitzen werde. Und was ich vorhabe. Das ist die vierte Session heute, Leute. Und diesmal rede ich über Julian Bam, den Schlitzi. Er hat ein neues Video. Euer Köter, hey, sehr ruhig da hinten. Hey! Wo waren wir stehen? Julian Bam. Genau. Das neue Video heißt Osterhase. Darüber gebe ich jetzt meine Meinung. Da ich so ein besonderer YouTuber bin, habe ich mir etwas zugelegt, was keiner eigentlich macht. Nicht während dem Scheiß. Ihr wisst ja, Leute. Dem schaue ich auch ab und zu Pornos. Drücken mal auf Play und dann beurteilen wir den Scheiß. Mann, was sollen diese Play-Bunnies? Er hat lauter Kinder als Abos und dann hat er solche Bunnies. Aber rappen kann er. Ist nicht schlecht. Die Qualität ist gut. Videoqualität ist auch gut. Aporet kann sich als Vorbild nehmen. Jetzt kommt eine Bitch. Von wo kommt die Bitch? Was hat das mit Himmel zu tun? Das geht jetzt ja nicht. Sie kommt voll ins Fahrt. Was soll das? Sie hätte nackt da auftauchen sollen. Mit vier Bunnies ist er da im Bett. Das gibt's ja nicht. Weil hier hätte ich da zwei Bunnies da. Oi, das wäre Paradies für mich. Die Leute haben irgendwelche Sorgen. Der hat ja gute Vergleiche. Top. So, allein doch. Ich weiß nicht mal, was der da. So. Ich drück mal auf Stopp. Was ich zu dem Video sagen kann, Leute, ist, ich weiß nicht. Es ist einfach doppeldeutig. Es hat fast nichts mit Ostern zu tun, eigentlich. Es hat was mit seinen Eiern zu tun. Sein Hodensack, Leute. Und vier Bunnies, die ihm ganze an den Eiern wollen. Also, Julian Bam, mach diese Scheiße nicht. Soll ich dir auch sagen, warum? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, Leute, ist das Leben hart. Deswegen. Macht das Leben noch härter. Abos auf deinen Nacken. So wie immer.